Howdy, Volks, und willkommen zurück zu Carlisle. Ich habe noch irgendeine Quest offen. Gardenia. Scott. Eine Gardenia für Scott. Sammeln die Eier mal. Eine dicke Milch. Eine kleine Wolle. Melonen, Konfitüre, und Glas und Schrott. Ich bin froh, dass die Gerüchte, die man sich über einen neuen Farmer in Starlet Town erzählt, wahr sind. Du leistest auf dem Feld großartige Arbeit. Probier mal diesen Dünger aus. Annehmen. Fischnips brauchen ein paar frische Blumen. Kann deine Farm die liefern? Wenn ja, schick sie bitte so schnell wie möglich. Sam's Laden hat keine gute Auswahl. Bring zwischen 10 und 13 Uhr zwei Blumen in die Taverne. Eine Gardenia für Scott. Wo ist Scott? Gardenia.
Delia. Table. Es ist bewegend zu sehen, dass so viele Menschen ich hoffe, das war nicht zu viele Mühe. Zu viele Mühe. Ja, du Trolla. Stehst du zu Blumen? Ich versuche Fotos mit den Gänseblümchen im Hintergrund zu schießen, damit bekomme ich viele Likes. Ah, danke Rukla, du bist so süß. Ohne deine harte Arbeit wäre das nie gelungen. Ah, du bist so süß. Ich danke dir. Da haben wir noch nie etwas geschenkt. Da die Sonne jetzt gnadenlos herunterbrennt, muss ich den Hut die ganze Zeit aufhalten. Ja, trink keinen Smoothie. Nein! Ich schulde dir was, danke. Ja. Emily Schmuckkörper, ich danke dir, meine Liebe. Wow, das Museum ist jetzt richtig riesig. Scott! Ich hab deine Besorgung. Ich fühle mich irgendwie klebrig. Ich geht. Questgegenstand geben. Danke. Nice. In der Halle der Gründer stehen so viele Stapel. Du meinst also, das sind alles Leute, die der Stadt Geld für die Renovierung des Museums gegeben haben? Verflixt, das ist beeindruckend. Mhm. Die ist immer noch nicht da, die ist nicht da, der Ratsch ist auch nicht da. Wir warten, fischen wir. Holen nichts Gescheites raus. Das wäre der Hai gsi, glaub. Aber da brauche ich eine bessere Angel. Barracuda. Nicht gespendet.
Ah, Rucola, perfekt. Warum kommst du nicht zur Verkostung heute? Rüber. Du kannst meine haben. Ich hatte mehr als genug, während ich sie zubereitet habe. Danke für euer Kommen, Leute. Noah hat mich damit genervt, etwas Neues auf die Speisekarte zu bringen. Und hier sind wir. Ich habe mir drei verschiedene Getränkerezepte ausgedacht. Und ich möchte, dass ihr sie alle probiert. Das beste Getränk kommt auf die Speisekarte. Ich kann es kaum erwarten, Baby. Zu gratis essen oder trinken, sage ich nie nein. Ich bin hier, um auf jede erdenkliche Art und Weise zu helfen. Also gut, los geht's. Fangen wir mit dem roten Getränk an. Interessant, interessant. Okay, jetzt das Gelbe. Ich verstehe. Okay, das grüne Getränk ist das letzte und dann stimmen wir per Handzeichen ab. Müssen wir das wirklich trinken, Liebling? Vielleicht sollte Mama das hier nicht trinken. Hey, es ist gar nicht so schlecht. Nein, nein, ich möchte Frank unterstützen. Mir geht's gut. Ich bin mir sicher, es schmeckt besser, als es aussieht. Alles klar, ich habe sowohl Charles' Nummer als auch die von Yuri. Als Kurzwahlnummern, falls etwas passiert. Oh wow, das schmeckt eindeutig besser, als es aussieht. Du hattest recht, Betty. Ich glaube, das ist gut, Frank. Wir könnten sogar ein Spiel daraus machen. Es sieht so abschreckend aus. Wie eine Mutprobe oder sogar eine Spinne. Die Touristen werden es lieben. Echt jetzt? Ich dachte, es wird ganz grässlich schmecken. Okay, ich will ehrlich sein. Ich wollte die Speisekarte nicht ändern, die Mama und Papa gemacht haben. Also habe ich absichtlich Zutaten verwendet, von denen ich dachte, sie wären grausig in Drinks. Oh Liebling, du musst das nicht machen. Die Taverne gehört jetzt dir. Mir gehört sie schon lange nicht mehr. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Hey, komm herein, komm herein. Wow, ich habe nicht gewusst, dass wir jetzt Kumpels hinter der Anmeldung sind. Aha, war nur ein Scherz. Wie geht's? Was hast du denn da, Rucola? Oh, hey Noah, komm schnell her. Ja, eine Sekunde. Hey, du hast das, worum ich dich gebeten habe? Was sind wir dir schuldig? Moment mal, wir schulden gar nichts. Du hast Rucola um ein paar mickrige Blumen gebeten, die du ganz leicht rund um den See pflücken kannst. Oh, nichts für ungut, Rucola. Diese Blumen sind toll. Ja, nun. Ja, ich bin beschäftigt, Frank. Ich bräuchte Hilfe dabei, diese Blumen zu holen. Wenn es so einfach ist, diese bescheidenen Blumen zu bekommen, warum hast du sie dir nächstes Mal dann nicht selbst, Kumpel? Haha, da bin ich ja mitten hineingeraten, nicht wahr? Na gut, egal. Danke für deine Hilfe, mein Bruder. Du auch, Luca. Danke und ich glaube, wir schulden hier, das hier. Tut mir leid wegen Frank, er ist ein Geizhals. Hey, komm schon, ich habe doch nur Spaß gemacht.
Wie dem auch sei, danke für die Blumen, Rucola. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Nein, weil ich da meine, wird jetzt da weggenommen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Thunfisch gefangen. Darum nehme ich an, dass es bald Sommer ist. Es ist schon Sommer. Die Villa ist zu groß für mich alleine, aber ich weiß, Mutter wäre außer sich, wenn ich sie gegen eine kleinere Hütte eintauschen würde. Das könnte ich sowieso nie. Das ist das Haus meiner Kindheit. Es ist ganz und gar unmöglich, dass ich diese Villa abreiße oder verkaufe. Nina, ich habe diese Woche schon zwei Geschenke gegeben. Ich habe den Bau des Museums genau verfolgt. Es wird fertiggestellt zu sehen. Es jetzt fertiggestellt zu sehen, ist einfach überwältigend. Naja, hier. Museum. Heute ist es schön und sonnig. Ha, es fühlt sich seltsam an, meinen Namen laut auszusprechen. Ja, ja. Bist du sicher? Vielen Dank. Jim? Stoßt du zu deiner... Danke vielmals. Gold. Goldener Seetang, immer noch nicht. Hier habe ich schon eine Blume geschenkt. Mm-hmm.
Gehen wir noch zum Tempel rauf. Geben die große Milch ab. So übrig. Ja. Nein, Zordino. Die Sardine hätte ich für hier gebraucht. Nein. Ich muss angeln. Schon wieder mal Makrele. Eine Krabbe. Zu früh.
Der ist am Oben zurück. Ja, los da. Rubin, Gold, Grundel. Ich fange den Fisch, wenn ich da etwas weiter raus fische. Feuerfisch. Da haben wir, glaube ich, schon gespendet. Mm-mm-mm.
Du hast ein anderes Muster. Ein Barracuda. Mönchsfisch, ja cool. Ich wollte noch irgendwelche Samen kaufen, aber Dorfteleport habe ich noch nicht frei. Ich schicke dir mein Lieblingsrezept für Fischsuppe. Das stammt von meiner verstorbenen Frau. Ich hoffe, du magst es genauso gern wie ich. Dankeschön. Ein gegrillter Fisch. Versuchen wir doch das mal. Gegrillter Fisch. Freigeschaltet. So. Normalen Fische kommen da rein. Und die anderen verkaufen wir. Grabe.
Sommer. Müll und Kompass. Oha. Es gibt richtig Kohle. Nee, nee, den hat ich noch nicht geerntet. Die Museumserweiterung finanziert von Fremden, sagst du? Was führen die im Schilde? Was wollen sie im Gegenzug dafür haben? Nein. Ja, das ist gut. Ich danke dir. Bin noch mal eine silberne Sardine. Ja. Nice. Oh, goldene sogar. Sogar eine goldene. Die Makrele, hä? Hm.
Ah ja, am Pad Thai. Nice. Ah nein, die spend ich noch nicht. Du kommst ins Zuchtbecken zuerst. Cool. Nein. Dreier am Pad Thai habe ich schon. Nice. Ja. Cool. Eine Krabbe. Also als erstes porten wir uns zum Stempel auf.
Fisch, Spiegelei, Tomatensuppe. Früchte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da oben am See haben wir den Sandbad. Blaues Sandbad. Wir noch ins Museum.